von Let's Play und ich begrüße euch zu dieser neuen Folge VLP packt aus. Und zwar, ich habe ja bei dem Wettbewerb Gaming mit Vermora teilgenommen und da habe ich den dritten Platz belegt. Danke da auf jeden Fall nochmal für jeden, der für mich gestimmt hat. Und ja, der dritte Preis war, um genau zu sein, das war eine Logitech G502 Gaming Maus und eine Logitech G213 Tastatur, Gaming Tastatur. Und ja, die werden wir heute aufpacken. Danke nochmal an Filmora für den Wettbewerb, der hat echt Spaß gemacht. Für die Leute, die nicht wissen, welches Video das war das Vorgas-Video aus dem Stream, wo wir das goldene Hotdog freigeschaltet haben. Und so, wir gehen mal. Keep playing. So ein Trick. Professionell hier mit einem Stift und Kleber runter. Ich werde dann für euch nochmal da am Tisch das Ganze filmen, dass ihr das dann auch genau seht. Aber auspacken kann ich es ja von aus der Perspektive. So. Wow. Und da ist sie, meine Damen und Herren. Ah, da ist das Kabel drin. Immer klassisch mit USB-Verbindung. Junge. Der ist sogar auf dem Stecker. Ich weiß nicht, ob das jetzt schärft. Sieht man das da? Ich denke mal schon, auf dem Stecker da ist eine Tastatur abgebildet, dass man immer weiß beim PC, dass das der Tastatur-USB-Kabel ist. Nicht schlecht. So. So. Kurzer Kamerawechsel. Jetzt sieht man noch einen schicken Mund. Ja, da hinten die Kleber. Machen wir das einmal so auf. Und dann ist sie offen. Schick, schick. Da kann man hier unten, dass ihr das rausseht. Ausklammern, dass es richtig oben steht. Junge, die Tasten sind viel besser. Bei meiner. Obwohl ich eigentlich eine ziemlich ähnliche habe. Dann haben wir mal das runter auf den Boden. Stecke ich dann gleich nochmal an und dann werden wir den ultimativen Test machen. Entweder in einem anderen Video oder noch in dem. Drauf an. Sein. So, da haben wir die Play Advanced Logitech G502 Gaming Hero Gaming Maus. Ja, wie kann ich das filmen? Ich halte mal so die Kamera. Ich hoffe, ich bin ruhig. Ach, ich bin so dumm manchmal. Oha! Maschallah! Schicke Logitech Maus. Ah ja, was ich da noch vergessen habe. Da gab es Logitech Sticker. Bei der Tastatur, aber die haben wir hier, glaube ich, auch. Warte, ich kann da hinten was aufmachen. Da! Oha! Da kann ich was reingeben. Warte, warte, warte. Schick. Junge. Ich kann einfach was gerade in meiner Maus sein. Alles legal, keine Sorge. Ich mache das hier legal. Ups. Was das helfen soll, keine Ahnung. Interessantes Geheimfach. Da gebe ich jetzt immer meinen YouTube-Mann rein. Leicht zum Öffnen, aber auch gleichzeitig schwer zum Aufmachen, wenn man da so wischt. Junge, die fährt ja viel besser auf meinem Mauspad. Junge, Junge, Junge. Mäschala. Ah ja, da kann ich euch das noch kurz zeigen. Keiner Logitech-Sticker für Werbung für Logitech. Wer sich das irgendwo hinklebt, okay. Vielleicht auf dem PC mal.
So, was haben wir da? The Color Collection. Ich stecke das Ganze jetzt an und dann sehen wir uns im Minecraft, hätte ich mal gesagt. Das ist, glaube ich, der beste ultimative Test für so Gaming-Sachen von den Spielen, was ich habe. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt wieder hier zurück in Minecraft. Ich bin ein wunderbarer Ochse und wir spielen zusammen im Tanzwehr eine kleine Runde Treasure Boss auf dem Custom-Server. Ja, willst du nicht Hallo sagen? Hallo. Grüß dich. So, dann. Ich bin Lila. So, so. Ach. Kack drauf, wir springen. Mit der geilen Maus, wir schaffen das. Easy. 5 Dias. 6 Dias. Mäschele. Was holen wir uns dafür? Ich muss nach Pink Ausschau halten. Du musst gar nichts. So. Easy. Jetzt. Jalla rein in die Mitte. Ah, perfekt. Ah, perfekt. Ah, perfekt. Runter geht's. Ich mache jetzt ein Lyko-Fast-Bridgen. Das ist eigentlich das Ziel der Folge. Wie eine Kraft. Bedos. Ah, perfekt. So, Grüße. In ein örtliches Busunternehmen. Busunternehmen. Wo bist du denn? Nicht da. Merk ich. Welches Team bist du? Da will ich sagen. Ich habe auch gesagt, ich bin lila. Ja, ich bin blau. Mach, seh dich. Wieder? Alles gut bei dir? No! Nee. Achso, du bist pink. Ablenkungsmanöver nennt man sowas. Nein, wie viel ist Smaragd habe ich dir gegeben? Ich hatte vorher schon 20. What the hell? Da kommst du. Ach nö, ja komm. Junge! Hä? Ja, ich spiel mit der TX, ich hab keine Frames. Das sind die Ausrede dafür. Aha, der wahre und echte Vorgetauschte-Ton. Ja, das war's jetzt auf alle Fälle mit diesem Unboxing-Video. Danke nochmal an Filmora Wondershare für den Wettbewerb und die Preise. Und danke an Tanzwehr, dass du kurz mitgemacht hast bei diesem Test. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.